Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Dark Souls 2 von Liquid Let's Plays und wir sind wieder da und der Finsterschleicher ist tot. Wir wollen nochmal den alten König Vendrick besuchen, wir wollen mal eben schauen, ob der uns nicht ein bisschen was über die anderen Kronen und die anderen Könige erzählen kann. Alternativ haben wir gerade rausgefunden, dass da eine Nebelwand vor ist. Ja. Was natürlich mysteriös ist. Richtig. Aber das werden wir investigieren. Von daher alles gut. So, ich spare mir mal die zusätzliche Zeit, die zusätzlichen Gegner zu töten. Was ein traumhafter Treffer. Ja, wunderbar. Ballistik, alles toll. Publikum wird gelacht, hallo. Ah, ich hasse das immer, wenn die beim Backstab nochmal Schaden reinbrotzen müssen, ne? Ja. So, nach dem Motto, ich will auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Gib mir Aufmerksamkeit. Hier hast du deine Aufmerksamkeit. In der Back! Ey, der ich hab gerade schon gesagt, will dir jetzt in your face sagen, dann passt nicht. Nein, will ich doch nie. Ich bin immer grammatikalisch. Die Dann, war das, war das wegen dem Finsterschlag. Ja. Wegen dem Finsterschlag, ja. Wegen dem. Das wäre scheiße, wenn er überall auftaucht. Ja. Finsterschleicher reloaded. Ja, man weiß ja nie. Weil das Spiel noch so viel Überraschungen für einen bereithält. Der da hinten dreht sich, der ballert um. Hä? Jemand schießt hier? Ich bewach die Tür. Besser ist das. Bevor die einer klaut. Ja. So, da haben wir den nochmal weg. Und was? Naja, machen wir den halt so. Dafür kriegen wir noch einen Loot. Ein Großschwert, das wird schön. Ist das nicht toll? Hallo. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Mist. Ist aber schön, dass der zweite immer so, oder dass die überhaupt so türfixiert sind, ne? Ja. Und wenn man die einmal runtergejagt hat, dann geht das, aber irgendwie so sonderlich klug sind die an der Tür hier nicht. Nee. Muss man ja schon so sagen. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er sich mit dem Rücken zu mir stellt, ne? Ja. Bewacht die Tür, dafür muss ich sie die ganze Zeit angucken. Ja. Total beliebt bei Türsteher. Ja. Aber ich sehe gerade da unten, haben wir noch einen Loot gekriegt. Ich gehe mir nicht auf den Sack, dreh dich nicht so viel. Sag mal, was hat Jesus und dein Auto eigentlich gemeinsam? Jesus und dein Auto? Dein Auto. Mein Auto. Ja. Beides ein Märtyrer. Ha? Verstehen Sie? Sehr lustig, ne? Ja, total. Ja, mein Gott, ab und zu mal ein Flachwitz im Let's Play muss aus. So, dann schauen wir mal, ob hier irgendwas aufgetaucht ist. Was uns irgendeine Geschichte erzählt. Ja, sprich doch mal mit den Klamotten von Vendrick. Ja, ich arbeite dran. Untersuchen. Oh. Ich habe Angst. Was passiert mit mir? Wir kriegen einen Ladescreen. Ja. Ehrlich gesagt weiß ich auch nur zu 50%, was da ungefähr passieren soll. Aber man sollte sich das auf jeden Fall angucken. Ja, wir wollen ja auch nichts verpassen. Gedenken an den König. Weil nicht zu lange in Erinnerung. Ah, eine Erinnerung. Genau. Hallo. Seeker of Fire. Ah, da sieht er auch noch wieder vernünftig aus. Coveter of the throne. I am Vendrick, ruler of Dragonbreak. Da war der noch nicht. As flame rises, so does it fade. Such is the way of things. Do you intend to link the fire? Klar. Then you must first take the throne. Hammer. Prove your worth. Find the ancient crowns. Seek adversity and they will be yours. And your wishes granted. Gefällt mir. And your wishes granted. Aber so sah Rendick also vorher aus. Ja. Kannst du auf ihn einschlagen?
töricht. Der Aschennebel schwindet. Achso, deswegen verschwindet der wahrscheinlich. Ja, aber das ist das, was neu dazu kam durch die DLCs. Der Wahnsinn. Auf jeden Fall interessant. Und kommt man auch gar nicht so drauf, finde ich. Ich guck mir das nochmal an. Ja. Warum? Ich weiß nicht, vielleicht ist da ja noch irgendwas. Außer Vendrick. Ja, wer weiß das schon? Außerdem, Ladezeit ist cool. Ja, du, Feuerstrom. Ja, aber eigentlich ging die Ladezeit recht fix, ne? Ja. Nee, da haust du sofort wieder ab. Okay. Ja gut, dann ist da nichts mehr. Nee. Haben wir das auch geklärt. Ja, aber wir haben es komplettisierungshalber. Haben wir das. Ja, wir wollen ja nichts verpassen hier. Nee. Tschö. Dann gehen wir mal zum Leuchtfeuer zurück. Da tun wir. Kriegen wir vielleicht noch was, oder? Nö, der erzählt nur ein bisschen Labalabo. Oh, naja, mein Gott, das kostet die Welt, ne? Dann können wir uns jetzt ja toll voll wieder den DLC widmen. Ja. Ist das nicht schön? Ist ja gerade mal das erste Leuchtfeuer, was wir in dem Gebiet gefunden haben. Mhm. Da passiert wohl noch ein bisschen was. Könnte sein. Ja. Ich schätze mal darauf, dass wir den Rachen töten müssen, den wir das letzte Mal gesehen haben. Der wird uns mit Sicherheit noch um den Weg laufen, ja? Da bin ich auch relativ optimistisch. Kann man das Optimismus nennen? Nein. Der kann nie im Leben so ätzend sein wie der Alte oder der Uralte. Also. Never. Never. Das hast du auch gesagt, als wir das erste Mal den Finsterschleicher begegnet. Mein Gott, der Finsterschleicher, den fand ich auch nicht so schlimm. Ich fand den Drachen ätzender. Also, weiß ich nicht. Also. Eigentlich, der Finsterschleicher hatte eigentlich nicht viel drauf. Ja gut, der hat uns tierisch geärgert. Das muss man ja zugeben. Aber irgendwie fand ich den jetzt nicht so... Du trauerst jetzt ein bisschen um den Finsterschleicher, oder? Nö, nee, es geht. Aber der Finsterschleicher schien mir nicht so unbesiegbar wie der Drache, weißt du? Ja. Ja, okay. Ne, also das hatte ich eher so das Gefühl. Beim Finsterschleicher hatte ich immer das Gefühl... Ja... Den packen wir. Irgendwann. Ja, vor allem so beim letzten Mal, ne? Ja, also wir wurden da ja auch immer, ich meine, beim Drachen wurden wir auch immer besser, aber, weiß nicht, der Drache ist so, ein kleiner Fehler und du bist weg. Ja. Ne? Ein kleiner Fehler und der tritt auf dich und du bist tot. Ne, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Taktik da war ja zum Schluss ja auch ziemlich grandios, ne? Ja. Beim Drachen. Fehlerlos, würde ich sagen. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Leute gesehen, die haben. Hier ist man ja auch im Wasser, das natürlich auch. Das ja, bremst verlangsamt, ne? Ja. Ich wusste, dass der auch platt wird. Ich wusste es. Du hast bis auf die Feder, ne? Ja, das kriegen wir hin. Nicht vors Maul. Auch wieder hässlich, ey. Ja. Ah, ich hab keine Ausdauer, das ist natürlich doof. So, den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal weg. 2000 irgendwas. Oh, da kommt der nächste und will ein bisschen Spaß an der Freude. Nochmal getroffen? Ja, ich hab's gemerkt. Oder gesehen. Aber ich konnte mich ja hier hinter dieses nette. Schlachniten. Retten. Nein, nicht vors Maul. Bloß nicht. Ganz schön bissig, die Viecher. Ja. Okay. Die Nerven. Auch ein wenig sprunghaft, hä? Der hat mich dann. Also bitte. Das ist genau wie diese Wandabfrage. Also. Ja, hast du gut gemacht. Also unter dem Fuß stand ich mit Sicherheit nicht drunter. Ja. Mit Sicherheit. Ja! Auf keinen Fall. Ja. Wenn ich dran denke, werde ich das im YouTube auf dem Let's Play mit einem roten Kringel untermalen. Ja, da denkst du sowieso nicht dran. Ja, wahrscheinlich bin ich da zu faul für. Ja. Ich kenne mich ja. Mich interessiert das alles nicht. Okay, redet nicht mit mir. Ja gut, da kann ich mich ja wieder umdrehen. Hallo.
Warum dreht er sich jetzt mal um bei mir? Weil du da so schnell hingehst und Kraft machst. Ich mach gleich mal richtig Kraft. Du hast das halt mit dem Backstab nicht raus. Ja, ja. Ja, du, die einen könntest, die anderen nicht. Na? Ja, pff, die ist ja auch easy. Ist der gleiche wie der andere. Ja, der ist aber dämlich. Dämlicher wie der andere. Noch dämlicher. Ich meine, das ist schon schwierig, aber... Die Kackviecher draußen, die haben so drauf, du. Die da unten, ja. Weil man kriegt die... Man kriegt den Bogen brauchst du aber gar nicht probieren. Nee, das dauert einfach zu lange. Dafür sind da zu viele. Ja. Ne, wäre dann einer oder zwei, ist ja alles gut. Aber in der Summe ist das echt ätzend. Ich will auch nicht zwei sofort. Nö, das ist verständlich. Man muss auch aufpassen, wenn man sich von denen nicht fressen lässt. Man hat die auch erwischt. Aua, aua, Alter. Junge. Komm auf dein Gebiss klar. Ja. Ja, ey, was für eine Reichweite das hat. Ja, ey, schon muss man eben einen Moment weg. Das ist durchaus mutig. Wahnsinn, einzige Held! Er ist durchaus mutig. Die klügere Variante wäre gewesen, nicht hinter diesen den Stalaktiten. Die klügere Variante wäre gewesen. Sogar an einer falschen Wandabfrage bist du gestorben. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also. Ja, an einer falschen Wandabfrage. Also ich war ja wohl unschuldig. Ich war ja wohl unschuldig. Ja, ist klar. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wir müssen jetzt nicht mehr um die Menschlichkeit heulen, während der scheiß Finsterschleicher die Tier da tot. Ja. Im Notfall benutzen wir da einfach was von. Ach so, der hier jetzt kann nur schleicht sich an den Kameraden ran. Genau. Ja, weil... Feigling. Was er da meint, ey. Ja, 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 hier werden wir wieder Handzeichen gespielt. Ja. Der Kollege ist echt der Beste. Ja, du kommst da hin, er zieht erstmal seine Schwerter und dann ist er tot, ne? Ja. Also der ist echt. Der hat's echt irgendwie nicht so richtig raus. Ich muss sagen, im DLC sind viele Gegner wieder, die ziemlich träge sind, die man gut backstabben kann. Ja. Also, das war im Hauptspiel, also in Dark Souls 1 gab's auch viele Gegner, die du sehr gut backstabben konntest. Das war im Hauptspiel von Dark Souls 2 wieder ein bisschen rausgenommen worden. Da waren die deutlich fixer alle unterwegs, was diese Drehung angeht, dass man die nicht so leicht erwischt. Aber hier sind wieder einige dabei, die du sehr gut erwischen kannst. Was ja durchaus eine ganz sexy Sache ist. So. Ach, Mann. Oh, ist weggekommen irgendwie. Ja. Aber die Wandabfrage wurde nicht ganz richtig. Wahrscheinlich. Aber mal ausnahmsweise zu meinen Gunsten. Nicht so wie die. Aber da war ich eindeutig noch drunter, muss ich zugeben. Da bin ich ja ehrlich. So. Ich habe jetzt auch mal mein Schild auf den Rücken gepackt, weil den Schaden können wir einfach wo gebrauchen. Ja. Hey, wenigstens droppen die versteinerte Drachenknochen. Ist ja eigentlich ganz nette Sache. Damit sind die echt cool, ja. Eigentlich gar nicht mit so einer schlechten Raid, ne? Ne. Also bisher glaube ich ziemlich oft, ne? Ja, also wir haben auf jeden Fall zwei oder drei schon von denen gekriegt. Komm mal her. Ich hab keine Lust, bis mal dahin zu laufen. Kommt schon, hol das Döckchen. Ne, so motiviert sind die auch nicht, oder? Ja, der braucht halt ein bisschen. Und der war eben schon ziemlich fix. Ja, das stimmt. Wenn die wollen, können die wohl. So High Five und solche Sachen, das können die jetzt vielleicht nicht, aber das ist eigentlich nicht. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall ein bisschen wütend gemacht. Oder? Der ist beim High Five auch ziemlich aufgeschmissen. Bitte, ich stand eindeutig nicht in deinem Maul reich. Okay, hier erst kann ich reden. Hier. Ja, nee, tue ich nicht. Ja, was macht er denn da? War knapp. Ja. Das war nicht. Nicht so knapp. Das war kein Problem.
das war abzusehen. Ja, das stimmt allerdings. Muss ich leider zugeben. Aber wir haben ihn ja tot. Naja, er waren schon mal zwei. Fünf sind es, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ich würde sagen, sind zu viele. Ja. Das Problem ist, ich weiß auch noch nicht so ganz, wo wir hin müssen, sonst könnte man das vielleicht abkürzen. Aber so richtig abkürzen kann. Ja, fünf sind es auf jeden Fall. Also drei sind es auf jeden Fall noch. Sag ich mal so. Ja. Jetzt weiß ich aber auch nicht, der guckt mich nicht an, dann kann ich mich da vielleicht dran vorbei mogeln. Da vorne ist Loot, ne? Rechts. Ja, du, ich mach mir das gerade, da ist auch Loot. Getrocknete Wurzel mal zwei. Geben die sich jetzt Händchen oder was? Dann gehe ich zu dem Kollegen. Nein, können die nicht. Das ist irgendwie gemerkt mit High Five und. Ja. Haben sie es nicht so mit, ne? Nee. Ja. Was ist denn das da hinten? Das sieht irgendwie feuermäßig aus. Tatsächlich, ich glaub's ja nicht. Man kann sagen, so ein oranges Leuchten. Aber ich werde mich da jetzt nicht dran setzen. Nee. Ich bin froh, dass zwei von den Dingern tot sind. Ist auch ein super Gebiet für ein Leuchtfeuer. Ja. Man geht noch. Ja, gut. Das ist ein super Gebiet für Asketenleuchtfeuer. Oh, ja, das auf jeden Fall. Nein! Ah! Ja, gut, dass ich das Leuchtfeuer wenigstens aktiviert habe. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, ne? Finde ich auch. Ach, Mann. Ich dachte, ich kriege ihn tot, bevor er springt. Nö. Nee, stimmt. Habe ich nicht. Ist eindeutig richtig, ja? Wie sind die Segel nicht so weit weg? Ja. Ja, positiv. Kann denken. Ich vom Leuchtfeuer aus sehen, das ist schon. Ja. Sprich, absolut. Genau wie diese Riesenviecher. Ja. Der schießt gleich auf dich. Der trifft dich sogar. Ne? Just trolling. Ja. Mach's wohl sagen. Ich mag die Dinger aber nicht. Nee, das ist. Also ich meine, gut, das ist alles ein bisschen Gewöhnungssache. Eigentlich glaube ich, dass man da ganz gut mit klarkommt. Man muss sich nur ein bisschen an die Bewegungsabläufe auch gewöhnen. Ne? Ja, ich wohl. Ja, du kannst das so. Nein. Nur mit denselben Sprüchen eigentlich. Ja. Geht alle wohl. Ist ja auch so. Ich will nicht mehr. Nein. Leuchtfeuer, bitte komm her. Ich will den anders anlocken. Ich finde das so geil, dass du Leuchtfeuer kriegst. Kitzel das Kugel in den Nacken. Aber der kommt echt so rum, ne? Ja, klar. Da kannst du nicht viel gegen machen. Ich glaube, hier war Loot. Nein, da hinten. Doch, tatsächlich. Seele eines großen Helden. Hat er mich gehört? Nee. Ich glaube, die hören nichts. Die sind einfach nur froh, dass sie existieren. Und zu dir springen können. Wow. Das nutze ich aber jetzt mal. Ich ahne, was passiert. Ja, ich auch. Uxen! Genau, hol dir noch mehr von den Dingern. Die Wand da rechts sah auch irgendwie merkwürdig aus. Ja. Guck dir das doch mal genauer an. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich will mal eben hier hoch. Hier bin ich nämlich außerhalb des Wassers. Das stimmt, ja. Durchaus. Ich guck mir das mal genauer an. Ja, das sieht interessant aus. Drachenstein benutzt. Den haben wir auch irgendwann mal zwischendurch gekriegt. Ja, ne? Klar, haben wir den gekriegt. So, jetzt fährt das Ding da weg. Ja, das ist ein großer. Eine große Münze, ja. Münzspielautomat, glaube ich. So, was passiert jetzt? Jetzt fährt da was aus dem Wasser. Ist doch schön. Ich würde sagen, jetzt so unmittelbar hilft es uns noch nicht. Na, wie kommst du denn da drauf? Da links war Loot. Ne, doch nicht. Da ist so ein Stein. Ein Drehstein. Drin. Ich glaube, die lasse ich erstmal echt in Ruhe, ey. Haben wir denn alle Loot gesammelt? Ja, ich glaube wohl.
Also ich wüsste jetzt nicht, was ich gesehen hätte und nicht eingesetzt. Wir sind da, ist ja zumindest erstmal unser. Ja. So innen im Haus, ist auch mal spannend. Da ist auch eine. Ah, da geht der Boden auf, ja. Ah, ich weiß, wo wir da hinkommen. Das wäre eine Option, ja. Das würde ich sagen, dass es genau das, da ist. Ja. Aber ich weiß auch, dass da gleich diese ätzenden Scheißviecher kommen. Ätzende Scheißviecher? Ja, mit unendlich. Ausdauer? Geschicklichkeit, ja, Ausdauer, genau. Wir sind auf jeden Fall nicht da, wo ich. Wo doch. Achso, was? Hier waren wir noch nicht. Nee. Okay. Das sagt er erstmal doch. Ja. Prinzipiell widerspreche ich dir erstmal. Ja, finde ich gut. Aber hier ist noch was. Ja, da ist noch einer. Wir sind nämlich genau da, wo ich das gesagt habe. Nee, das ist doch weiter nach oben. Wieso weiter nach oben? Warum nicht? Wir sind doch auch gerade nach oben gefahren. Ja. Wir fahren jetzt sogar ein ganzes Stück nach oben. Ja. Das ist auch definitiv woanders als das, was wir kennen. Ist da rechts noch einer? Nee. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall einen super Überblick haben. Schulwahl, wir sind auf jeden Fall wieder in Schulwahl. Ach, wir sind jetzt da. Das sag ich doch. Oder sind wir noch weiter oben? Nee. Ach, hier sind wir. Wir sind jetzt am ersten Leuchtfeuer. Aha. Da, ja, wo der Drache oben drauf saß. Ja, stimmt. Das heißt, wir haben von da jetzt sozusagen einen Shortcut da runter. Und dann noch weiter runter. Und dann noch weiter runter. Ich weiß zwar nicht, wofür man sowas braucht, aber schön, dass wir es haben. Ja. Kennst du dein Motto, ne? Das haben wir gebraucht. Richtig, richtig. Ich glaube, die Mitte war am interessantesten, ne? Ja. Denke ich auch. Weil von ganz unten kommst du ja. Ja. Also gehen wir da mal ohne spekulieren. So, haben wir hier noch ein bisschen Drachen? Ey, Loot! Loot, 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 Loot! Mensch, mit End! So. Drachen-Action? Immer bevor ihr eine Straße überklärt, liebe Kinder, guckt überklärt, ihr nach links, genau, und nach rechts. Aber was passiert, gucken wir dann in der nächsten Folge noch. Ja, und ob ein Auto kommt, sehen wir in der nächsten Folge. Genau. Oder ein Omnibus oder so. Ja. Also schaltet wieder ein. Wenn es wieder heißt. Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Richtig. Ciao. Ciao.